Wir können es versuchen, anstatt gleich aufzugeben. Und uns Mut machen, die guten Seiten sehen. Und uns verbünden, statt aufeinander loszugehen. Wir können wählen, ich entscheide mich für die Liebe und für die Menschlichkeit. Denn nur wenn ich geliebt will, hör auf ein Mensch zu sein. Ich entscheide mich für den Frieden und ich hör immer auf mein Herz. Wir sollten anfangen uns zu lieben, ich weiß genau, wir sind es wert. Es ist mir egal, wie oft ich selbst den ganzen Hass, das ganze Leid am eigenen Leib erfahren hab. Es ist mir egal, denn wir haben die Wahl, die ganze Wut und all die Ängste abzulegen, unsere Feinde zu umarmen, uns selber zu vergeben. Lass uns zusammenführen, was längst zusammengehört. Und nie wieder wegsehen, sondern voneinander lernen. Und wenn es das Letzte ist in dieser kalten, harten Zeit, ich bleib weich, ich entscheide mich für die Liebe und für die Menschlichkeit. Denn nur wenn ich geliebt bin, hör auf ein Mensch zu sein. Ich entscheide mich für den Frieden und ich hör immer auf mein Herz. Wir sollten anfangen uns zu lieben und weiß genau, wir sind es wert. Die Antifa hat unsere Kundgebung versucht zu blockieren und im Zuge dessen werden österreichische Flaggen verbrannt. Das ist den Antifa-Leuten Österreich wert. So schaut's aus in unserem Land. Rechtschaffene Leute werden diskriminiert. So schaut's aus. Friede, Freiheit, Souveränität. Friede, Freiheit, Souveränität. Liebe Freunde, ich bin stolz drauf, stolz Teil von euch zu sein und stolz Teil dieser Bewegung zu sein. Und ich kann euch sagen, ich stehe 100-mal lieber da, anstatt bei Sebastian Kurz im Kanzleramt zu sitzen. Ich habe die letzten 2 Wochen an diesem Test gearbeitet, der in der Schule durchgeführt wird. Und gestern hat der Wochenblick den Artikel dazu veröffentlicht. Was hier vor sich geht, ist sehr schwer bedenklich. Es gibt einen Vertrieb in Österreich, die Firma Spektrotex. Die hat Gebietsschutz für Österreich. Wir haben nur eine einzige Firma in Österreich, die überhaupt berechtigt ist, diesen Test zu vertreiben. Und das ist kartellrechtlich schwer bedenklich. Und wir werden alles tun, dieses System und diesen Test zu Fall zu bringen. Liebe Freunde, der Freiheit möchte ich sagen, es gehört schon einiges dazu, dass es mir die Sprache verschlägt, aber heute bin ich noch davor, angesichts der Menschenmassen, die hier im Prater zusammenstehen, um für unsere Freiheit und Demokratie einzutreten. Es ist einfach überwältigend und ich habe am Weg hierher so viele tolle Sprüche gesehen. Das kurz wegkickeln, das gefällt mir gut. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Danke für diesen kreativen Beitrag. Einfach großartig. Wisst ihr, es sind besondere Zeiten, wie man so schön sagt, die besondere Maßnahmen erfordern. Und ich denke schon, dass es eine ganz besondere Maßnahme ist, so wie wir heute hier zusammengekommen sind. Jung und alt, aus allen Teilen der Gesellschaft, aus allen Teilen dieses Landes, mit Gästen aus den Nachbarländern. Und wenn wir hier gemeinsam ein starkes Zeichen setzen für die Freiheit, für die Demokratie und für unsere Grundrechte. Jeder von uns, der da ist, ist in irgendeiner Art und Weise betroffen von dem, was da seit einem Jahr geschieht.
direkt oder indirekt, selbst oder über Bekannte oder über Freunde. Er ist besorgt und das alles macht mich besorgt. Aber eines ist noch viel stärker als diese Betroffenheit. Und das ist die andere Seite der Medaille. Das ist unsere Motivation und das ist unsere Kraft, alle diese Dinge wieder ins Lot zu bringen, die diese Regierung aus dem Lot gerissen hat und das ohne alle Not, nur weil sie auf einem unglaublichen Machttrip unterwegs sind. Wir ziehen das wieder gerade, liebe Freunde. Aber ich glaube, dass das Gefühl der Gemeinschaft und des Zusammenhalts das Gegenteil der Isolation, die man uns verordnen will, es wert ist. Und dass wir hier spüren, wie stark man in einer Gemeinschaft sein kann. Und dass es ein unbeugsamer Wille ist, den man nicht biegen kann. Diese Lektion werden Kurz und Co. noch von uns lernen, liebe Freunde. Das verspreche ich euch. Wir alle haben ein intaktes Immunsystem. Und ein intaktes Immunsystem, das macht den Menschen stark gegen jede Art von Virus, mitsamt all den Mutationen, die jetzt von irgendwelchen Leuten plötzlich neu entdeckt worden sind. Das war schon immer so, dass wir auf unser Immunsystem zählen können. Und jetzt sind wir das Immunsystem für unsere Demokratie und für unseren Rechtsstaat. Und dieses Immunsystem wird von Tag zu Tag stärker und die Gegner werden schwächer. Auf jeden Fall heute schon auf den Tag, wo wir den Sieg ausrufen werden, wo wir den Sieg verkünden werden, den Sieg im Zusammenhang mit unserem Kampf, den wir führen, um die Rückgewinnung unserer Freiheit und um die Rückgewinnung unseres ganz normalen Lebens, so wie wir es immer gehabt haben. Der Sieg wird uns gehören, liebe Freunde. Es ist nicht nur bei den sogenannten Schutzmasken, bei diesen FFP2-Bombendeckeln dieser Firma, die ja jetzt in den Medien unrühmliche Schlagzeilen gemacht hat, so, dass was ganz was anderes drinnen ist, als was außen drauf steht. Draußen steht drauf Made in Austria, drinnen ist ein chinesisches Klumpert. Aber das ist nicht nur bei diesen Masken so, sondern das ist auch bei der Regierungspolitik im Zusammenhang mit Corona so. Draufsteht Gesundheitspolitik und drinnen ist Machtrausch, drinnen ist Freundalwirtschaft, drinnen ist Entmündigung, drinnen ist Isolation und drinnen ist ein Gegeneinander aufbringen der Menschen in diesem Land und eine Spaltung der Gesellschaft. Und ich glaube, nicht nur ich bin der Meinung, dass damit Schluss gemacht werden muss. Wir dürfen dieses Spiel der Regierung nicht mitspielen. Kurz. Ich kenne ihn und ich weiß, dass es hinter seiner unverletzlich anmutenden Fassade jetzt ordentlich brodelt, wenn er diese Bilder sieht. Ich hoffe, dass es nicht nur brodelt, sondern dass auch die Gehirnwindungen in Gang kommen. Denn wenn er das alles erlebt, dann hat er eigentlich nur mehr einen Auftrag und der lautet, euren Befehl zu folgen und den Hut zu nehmen, liebe Freunde. Das ist der Auftrag, den er und diese Regierung hat. Freunde, ja, wir setzen uns zur Wehr, jawohl. Und zwar nicht deshalb, weil wir so negativ sind, weil wir Menschen sind, wie man es uns oft vorwirft, die alles ablehnen aus Prinzip und gegen alles sind. Das ist ja dasjenige, was die behaupten, die sich über uns lustig machen, die uns als Aluhutträger bezeichnen und selber die Corona-Stahlhelm-Fraktion bilden. Und wenn das alles nichts mehr nutzt mit dem verächtlich machen, dann versuchen sie uns an den Rand der Gesellschaft zu stellen, zu stigmatisieren und zu kriminalisieren als Staatsgefährder und was weiß der Teufel noch alles. Aber ich sage euch eines, die wahren Gefährder der Demokratie und die wahren Gefährder der Freiheit, die sitzen nicht nur in Österreich, aber auch hier in den Ministerien dieses Landes. Das sind die Gefährder unserer Freiheit und unserer Sicherheit. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir zu Tausenden den Protest auch auf die Straße hinaustragen.
zur Wehr. Wir setzen uns zur Wehr, weil wir den Mut haben, unseren eigenen Verstand zu benutzen und weil wir es für unerträglich halten, wie unsere Freiheit Stück für Stück immer ein bisschen mehr zusammengestutzt und filettiert wird, bis am Ende nur mehr eine Leiche von ihr übrig bleiben soll. Und die Liste der Wahnsinnigkeiten und die Liste der Widersprüchlichkeiten und die Willkür und der Unwahrheiten, die durch diese Regierenden verzapft wird, wird jeden Tag länger. Wir haben in der Zwischenzeit einen Zustand erreicht, wo Reisewarnungen im eigenen Land ausgesprochen werden, wo ganze Gebietskörperschaften am besten vom Bundesheer umzingelt werden sollen, damit nur niemand mehr ausreisen kann. Ja, was ist denn da los? Was ist denn da los? Wer hätte das vor 1,5 Jahren für möglich gehalten? Und es liegt an uns, weil von selber werden sie es nicht machen, Widerstand zu leisten und die Dinge gerade zu ziehen, solange es noch nicht zu spät ist. Und das setze ich auf euch, liebe Freunde. Und da könnt ihr euch auch umgekehrt auf mich verlassen. Wir sind doch hier! Und unsere Aufgabe besteht jetzt darin, diejenigen wachzurütteln und diejenigen aufzuwecken, die immer noch glauben, dass diese Perversion der Normalität, die wir seit einem Jahr ertragen müssen, die wirkliche Normalität ist. Nein, es ist nicht so, aber es wird unsere Aufgabe sein, sie zu überzeugen, sie aufzuwecken und auch sie auf unsere Seite zu ziehen. Liebe Freunde, vor mehr als 250 Jahren hat ein gewisser Jean-Jacques Rousseau, einer, den man als Vordenker der Französischen Revolution bezeichnet, einen Satz formuliert, der sich bei mir in meiner Studienzeit bis ins Mark eingebrannt hat. Dieser Satz ist der erste Satz eines Gesellschaftsvertrages und er ist eigentlich eine erschütternde Anklage. Dieser Satz von Rousseau lautet: Der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Und seit damals und nicht erst seit damals haben Tausende, Abertausende, Hunderttausende Menschen, Millionen von Menschen, kleine, große, in allen Funktionen dafür gekämpft, dass diese Ketten abgesprengt werden, eine nach der anderen. Und die Ergebnisse der abgesprengten Ketten heißen Demokratie, heißen freie Meinungsäußerung, heißen Vereinsfreiheit, heißen Versammlungsfreiheit, heißen Recht auf Privatsphäre, heißen Gleichberechtigung, Recht auf Bildung, alles das, was wir als unsere Grund- und Freiheitsrechte hochhalten und was notwendig ist, wenn man ein Leben in einer Gesellschaft führt, die der Würde des Menschen gerecht werden soll. Und deshalb ist es so, dass wenn wir uns zur Wehr setzen, so wie wir es tun, dass wir eine zweifache Schuld einlösen. Wir lösen eine Schuld ein gegenüber denjenigen, die es vor uns gegeben hat, die vor uns gekämpft haben für die Freiheit, die dafür Verfolgung in Kauf genommen haben, die dafür entrechtet und geknechtet worden sind. Und viele haben dafür den höchsten Preis bezahlt, den man bezahlen kann. Und ihr Leben für diese Freiheit gelassen. Mit unserem Widerstand lösen wir ihnen gegenüber eine Schuld ein. Und wir lösen eine zweite Schuld ein. In die andere Richtung. Wir lösen eine Schuld ein gegenüber denjenigen, die nach uns kommen werden. Gegenüber denjenigen, die jetzt noch nicht für sich selbst handeln und entscheiden können. Ich spreche von unseren Kindern und unseren Kindeskindern, von den kommenden Generationen, die auch ein Recht darauf haben, in Freiheit, Sicherheit und in Menschenwürde zu leben. Auch diese Schuld lösen wir ein. Ich glaube, ihr nehmt es mir ab und es kommt vom Herzen. Ich bin bereit, diese Schuld einzulösen. Ihr seid bereit, diese Schuld einzulösen. Wir sind bereit, diese Schuld einzulösen. Und das ist die stärkste Kraft, die es auf dieser Welt gibt.
Und das werden die Jungspunde in der Bundesregierung noch von uns lernen, liebe Freunde. Eher bald. Nicht die Bürger sollen sich von den Bürgern distanzieren, sondern die Bürger sollen sich von denen distanzieren, die diese Lügen verbreiten und die diesen Schmarrn der angeblichen Alternativlosigkeit predigen. Hier ist Distanz angesagt und Misstrauen. Wir sollten uns andere Autoritäten suchen, denen wir zuhören. Andere Autoritäten. Ich rede von guten Bekannten. Ich rede eigentlich fast von den besten Freunden, die jeder von uns hat. Und was meine ich damit? Es ist eigentlich ganz einfach, liebe Freunde. Es ist unser Verstand, es ist unser Denkvermögen, es ist unsere eigene Urteilskraft auf der einen Seite und es ist unser Herz, es ist unser Gefühl und es ist unsere Mitmenschlichkeit auf der anderen. Das sind die Autoritäten, die für uns zu zählen haben und mit denen sind wir gut beraten im Unterschied zu dieser Bundesregierung. Beim Maskenwahnsinn genau das Gleiche. Das ist doch längst durch, dass diese kollektive Verordnung eines Maskenzwangs gesundheitspolitisch überhaupt gar nichts bringt. Es ist ein elegantes Symbol der Unterdrückung, das ist das eine. Und seit ein paar Tagen wissen wir es auch schwarz auf weiß. Es ist auch ein Geschäft, wo eine Hand die andere wäscht, ohne dass das ein Beitrag zur Hygiene wäre, liebe Freunde. Und wir wissen, dass die Lockdowns nichts bringen. Der Professor in Stanford hat uns das eindrücklich erklärt. Der Kurz war ja auch einmal dort in Stanford. Ich weiß nicht, was der gemacht hat. Auf jeden Fall, offensichtlich hat er sich nicht wissenschaftlich betätigt. Denn ansonsten müsste er das ja dankbar aufgreifen, diese Erkenntnis, um gegenüber der eigenen Bevölkerung endlich einen Befreiungsschritt zu setzen und diesen Wahnsinn mit Lockdown, Halblockdown, Halb-Halb-Lockdown und wie auch immer dieser Schmarrn heißt, anstatt das fortzusetzen. Und auch die Impfung. Und auch die Impfung, liebe Freunde. Das ist nicht das gefahrenlose und nebenwirkungsfreie Allheilmittel, als dass es propagiert wird. Und die Zwangsimpfung, egal ob direkt oder durch die Hintertür, das ist nichts anderes als Diskriminierung und Unterdrückung in Reinkultur. Und wir werden nicht müde werden, um diesen Wahnsinn zu verhindern. Israel ist kein Gesundheitsparadies, sondern es ist gegenwärtig ein Land der Unfreiheit, das ich mir nicht als Beispiel nehmen möchte, damit ich das auch einmal in aller Deutlichkeit gesagt habe. Was dort in Israel läuft, das ist auf der einen Seite ein Massenexperiment der Pharmaindustrie und auf der anderen Seite ein System der Gesundheitsapartheid. Nichts anderes ist das, was in Israel läuft. Und ich will einen Bundeskanzler haben, der kein Lobbyist der Pharmaindustrie ist, sondern ich will einen Bundeskanzler haben, der ein Lobbyist unserer Freiheit und unserer Grundrechte ist. Einen solchen Bundeskanzler will ich haben. Das Verantwortungsbewusstsein ist auch auf unserer Seite. Ganz einfach deshalb, weil wir die Welt nicht nur durch das Röhrl eines Elektronenmikroskops unter totaler Fixierung auf ein komisches Virus sehen, sondern weil wir alle, wie wir hier sind, einen ganzheitlichen Ansatz haben. Der Mensch ist mehr als eine Materie, wo vielleicht auch Viren sich herumtreiben. Wer uns das einreden will, der redet Blödsinn, liebe Freunde. Wir sehen die Dinge ganzheitlich. Wir müssen den Handelnden klar machen, dass wir ihren grauslichen Cocktail aus Isolation, ihre Zwangsbeglückung mit Masken, Impfereien und so weiter, dass wir diesen Cocktail nicht schlucken, sondern dass wir ein eigenes Rezept haben. Und in diesem Rezept sind Freiheit, Demokratie, Selbstbestimmung und etwas, was die Herrschaften überhaupt gar nicht kennen, liebe Freunde, was aber ganz, ganz wichtig ist. Nämlich Optimismus, Lachen und Lebensfreude. Optimismus, Lachen und Lebensfreude. Jawohl. Ich appelliere an die Ärzte und ich appelliere an die Wissenschaftler. Habt Mut. Habt Mut. Habt Mut, die Kritik an völlig unsinnigen Maßnahmen
die Warnungen vor gefährlichen Wirkungen und Nebenwirkungen von diversen Stoffen, die da herumgeistern, oder das Benennen der Kollateralschäden, das auch laut zu sagen. Habt den Mut, das laut zu sagen, was ihr untereinander redet und was mir auch viele im persönlichen Gespräch, aber immer nur unter dem Siegel der Verschwiegenheit mitteilen. Fürchtet euch nicht vor den Mächtigen. Wir sind in der Zwischenzeit die Mehrheit. Sagt die Dinge laut. Denkt an den Eid des Hippokrates und nicht an das, was euch die Ärztekammer auf ein paar Zetteln vorschreibt. Der Eid des Hippokrates verpflichtet euch denjenigen gegenüber, die ihr behandelt, und nicht denjenigen gegenüber, die die Macht im Land haben. Das ist der ärztliche Zugang. Und setzt diesen Schritt, traut euch, wir brauchen euch. Wir brauchen die Ärzte und wir brauchen die mutigen Wissenschaftler. Das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Ich appelliere an die Polizisten in diesem Land. Die Polizisten, das sind unsere Mütter und Väter. Das sind unsere Schwestern und Brüder, das sind unsere Töchter und unsere Söhne. Sie kommen aus unserer Mitte. Ich appelliere an Sie. Ihr seid der Verfassung verpflichtet. Und ihr habt nicht den Auftrag, euch parteipolitisch instrumentalisieren zu lassen. Die immun sind gegen diese Aufträge, die es nur darauf anlegen, hier eine Eskalation hereinzubringen, ohne jede Not. Diese Polizisten brauchen wir. Wir brauchen sie für unsere Sicherheit und unsere Freiheit. Und ohne Freiheit keine Sicherheit und ohne Sicherheit keine Freiheit. Deshalb mein Appell. Ich appelliere an die Lehrer in diesem Land, denen wir mit unseren Kindern das Wichtigste und Wertvollste, was wir haben, in die Hände gegeben haben. Vergesst nicht, dass es auch das Verletzlichste ist, was wir euch anvertraut haben. Vergesst das niemals im Umgang mit unseren Kindern. Lehrt die Jugend, den Mut zu haben, den eigenen Verstand zu benutzen, und lehrt die Jugend, dass man miteinander viel, viel stärker ist, als man es als einzelnes und isoliertes Wesen jemals sein kann. Und liebe Lehrer in diesem Land, eines möchte ich euch mit auf die Reise geben. Denkt daran, dass seit eh und je, und das wird sich niemals ändern, der beste Lehrer das gute eigene Beispiel ist. Geht mit gutem Beispiel voran und macht nicht alle Wahnsinnigkeiten mit, sondern unterstützt die Kolleginnen und Kollegen, die gerade unter die Räder kommen, weil sie versuchen, unsere Kinder vor diesem Irrsinn zu schützen. Das ist mein Appell an die Lehrer und Lehrerinnen, die wir brauchen. Ich habe auch einen Appell an die Medien, in deren Händen sich unglaubliche Macht mit unglaublichen Privilegien zusammenfügt. Ich appelliere an Sie, zu erkennen, dass die Pressefreiheit dann auch gefährdet ist, wenn man sich kaufen lässt und wenn man sich anfüttern lässt, wie es gegenwärtig in Österreich der Fall ist. Ich appelliere an Sie, zu erkennen, dass Kontrolle und Kritik und die Selbstdefinition, die vierte Macht im Staat zu sein, im Widerspruch dazu steht, dass man dann auf einem Pfiff des Bundeskanzlers oder anderer Minister zur Befehlsausgabe in den Hinterzimmern antanzt und dann das 1:1 verbreitet, was einem dort als Regierungspropaganda vorgesetzt wird. Das hat mit Pressefreiheit überhaupt gar nichts zu tun. Das ist Propagandismus in der ärgsten Art und Weise. Mein letzter Appell richtet sich an die Politiker. Er richtet sich an die Politiker. Seid euch im Klaren darüber, dass ihr den Menschen zu dienen habt und nicht umgekehrt, verdammt noch einmal. Der Bevölkerung stark zu sein, aber ihr habt nicht umgekehrt eure Stärke dafür zu benutzen, um die Interessen der Bevölkerung klein zu machen. Demut!
Demut, meine Damen und Herren in der Politik. Demut, das ist die erste Kategorie, nach der ihr euer Handeln auszurichten habt. Und Wahrheit muss das nächste Gebot sein, unter dem eure Worte und eure Taten stehen. Das ist mein Appell an die Politiker. Und wer dazu nicht bereit ist, hat im politischen Geschäft nichts verloren. Ich hätte selber niemals gedacht, dass ich eine Situation erleben werde, wo in unserem Land das Unvorstellbare eintritt und dass die Grund- und Freiheitsrechte wirklich in Gefahr sind. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich in einer Situation mich wiederfinde, wo der Wohlstand, der von Generationen aufgebaut worden ist, unter viel Verzicht und vielen Opfern, dass der in Windeseile vernichtet wird und zerstört wird, so wie tausende Seelen ruiniert und kaputt gemacht werden. Ich hätte das niemals für möglich gehalten. Aber ich bin eines Schlechteren belehrt worden von dieser Bundesregierung. Und jetzt ist die Zeit gekommen, Farbe zu bekennen. Jetzt ist die Zeit gekommen, Position zu beziehen, weil man sich nicht verhalten kann. Das geht nicht. Man muss sich entscheiden. Freiheit oder Knechtschaft. Man muss sich entscheiden, Arbeit oder Abhängigkeit. Und wir müssen uns entscheiden, Lebensfreude oder Panikmodus bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Meine Entscheidung ist klar. Ich glaube, eure Entscheidung ist auch eine klare, liebe Freunde. Und jetzt habe ich euch noch etwas mitgebracht, was euch vielleicht wundern wird. Jetzt werden sich vielleicht manche denken, jetzt dreht er durch. Das habe ich nicht vor, nein, aber ich habe Mitte Jänner, als ich mich so geärgert habe über die ersten Absagen im Zusammenhang mit Untersagungen, im Zusammenhang mit Protestkundgebungen, ein kleines Gedicht gemacht für diese Protestbewegung. Keine Sorge, es hat nur 5 kurze Strophen. Ein Virus wurde neu erkannt. Man nennt es SARS-CoV-2. Und seither wächst im ganzen Land statt Freiheit Tyrannei. Geschützt, das sollen alle werden. Vor Krankheit, Siechtum, Tod. So macht's des Staates Führer kund. Statt Heilung bringt er Not. Wer für ihn ist und mit ihm zieht, wird mächtig, stark und reich. Für andere Meinung ist kein Platz. Statt kritisch, denke gleich. Doch Licht durchdringt die dunkle Nacht. Nicht alle beugen ihr Haupt. Im ganzen Land wächst Widerstand. Statt leise sind wir laut. Weg mit dem Joch der Tyrannei, ertönt der Jubelschrei. Aus 1000 Kehlen voller Freud. Statt Knechte sind wir frei. Yeah!